Das Outback in Bad Arolsen, für den einen oder anderen noch nicht so bekannt, ist sicherlich ein Besuch wert. Viele Künstler hatten hier schon das Vergnügen und viele werden noch kommen. Letzte Woche gab es einen Auftritt der Gruppe Dire Struts, eine Coverband der legendären Gruppe Dire Straits. Ja, hallo, ich bin der Peter Spencer von den Dire Struts. Die Dire Struts, das sagt der Name ja eigentlich schon, machen Songs oder spielen Songs von den Dire Straits, von den legendären. Und aber natürlich auch ein paar Solostücke haben wir dabei heute Abend, von Mark Knopfler selber auch. In einer ehemaligen Sporthalle wurde das heutige Outback im April 2008 umgebaut. Aber wie kommt man auf die Idee, ein solches Projekt überhaupt in Angriff zu nehmen? Also das Outback ist entstanden, eigentlich aus einer Idee, damals, als wir zusammen ein Festival veranstaltet haben, hier auf dem Platz, auf dem Vorplatz hinterm Outback, haben wir versucht, ein Manowar-Festival zu machen, haben 25.000 Besucher gehabt. Damals stand die Halle noch leer und wir sind dann auf die Idee gekommen, aus dieser Halle eben das Outback, wie der Name schon sagt, weil es etwas weiter draußen liegt, eben von den Ballungsräumen entfernt, hier eine Veranstaltungsstätte zu etablieren. Aus dieser Idee ist dann der Name Outback auch entstanden. Und wir haben dann eben diese Halle gepachtet von der Stadt Bad Arolsen und haben dann in Eigenleistung quasi die Inneneinrichtung modifiziert, um einen Club daraus herzustellen. Viel Geld wurde in den Umbau und die aufwendige Technik investiert. Mit einem guten Konzept spricht man alle Zielgruppen an und der Erfolg gibt den Veranstaltern recht. Es ist grundsätzlich nicht so ganz einfach, alle Genres in das Veranstaltungszentrum zu buchen, weil man eben auch einen großen Bereich abdecken will für die verschiedenen Interessengruppen, die es eben auch hier im Umkreis gibt. Ja, wir haben also viele Metal-Shows gebucht, weil die erfahrungsgemäß eben sehr gut laufen. Aber wir sind eben auch vertreten, zum Beispiel in anderen Genres, wie zum Beispiel machen wir eine Jürgen Drews-Show am 3.12., wo alle herzlich eingeladen sind. Oder wir machen nächste Woche, was sehr zu empfehlen ist, muss man wirklich sagen, ist Echoes. Das ist eine Pink Floyd Tribute Show auch, die wirklich mit einer authentischen Lichtanlage hier anrollen und eine super Technik bieten, muss man ehrlich sagen. Ja, und da sind alle Leute natürlich herzlich gerne eingeladen. Und für die Zukunft, nächstes Jahr vor allen Dingen, haben wir ganz tolle weitere Shows im Programm. Das kann sich natürlich jeder auf unserer Webseite angucken. What it is.